Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 54, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Änderung der Jagdverordnung in Hessen, Drucksache 2421 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 76, dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend keine Änderung der bestehenden Jagdzeitenregelung, Drucksache 2455 aus 19, und Tagesordnungspunkt 78, dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Jagd in Hessen im Ausgleich der Interessen gestalten, Drucksache 2458 aus 19. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erstes spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist auch wichtig, dass die hessische Umweltministerin dabei ist. Denn wenn wir über die Zukunft der Jagd sprechen und über den massiven Eingriff, den die Umweltministerin in diesem Bereich plant, sollte sie sich anhören, was das hessische Parlament, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land vertritt, darüber denkt, meine Damen und Herren. Das, was wir hier heute im Hessischen Landtag diskutieren, da hätten ja einige Abgeordnete vor der Wahl, ich habe es getan, eine Wette darauf abgelegt, dass wenn die Grünen irgendwo Verantwortung in einem Land oder im Bund tragen, dass sie in ihren ideologischen Bereichen ihre Vorurteile auch in Recht umsetzen wollen. Und das erleben wir jetzt, meine Damen und Herren, mit diesem massiven Angriff auf die Privatjagd in Hessen. Der Hessische Jägerverband, den ich begrüße, und ich freue mich, dass so viele Jäger da sind, hat ja eine Kampagne Hände weg von der Jagd. Da gibt es einen roten Button, vorhin auch einen grünen Button für Sie. Und ich glaube, dass, wenn man sich anschaut, was Sie hier vorhaben, dass das zeigt, mit welchem tiefen Misstrauen Sie gegenüber der Jägerschaft in Hessen auftreten. Das wundert uns nicht. Aber was uns wundert, meine Damen und Herren, dass die Kollegen der hessischen CDU hier die Hand reichen, um eine solche massive einen solchen massiven Eingriff zu ermöglichen. Die Situation, die wir hier diskutieren, ist nicht neu. Überall, wo Sie ideologische Vorbilder haben, versuchen Sie, über Verwaltungshandeln eine Situation zu schaffen, dass Menschen einfach keine Lust mehr auf etwas Bestimmtes haben. Das ist beim Verkehr so, das ist bei Investitionsmöglichkeiten so im Umweltbereich, und es ist auch bei der Jagd so. Und wer sich einmal anschaut, wo das Jagdrecht herkommt und die starken Verbindungen mit der Paulskirchenverfassung, die Garantie des Eigentums, aus denen auch die Garantie der Jagd hervorgeht, sieht, dass wir in Deutschland hervorragende Erfahrungen damit gemacht haben, der Jägerschaft in Deutschland zu vertrauen. Denn die Jägerschaft übernimmt hier einen großen Teil des Naturschutzes. Und deshalb sind wir dankbar, dass wir in Hessen in der letzten Legislaturperiode, viele meiner Kollegen haben sich dafür eingesetzt, Kollege Lenders, Kollege Greilich, Kollege Sürmann, es geschafft haben, das liberalste Jagdrecht in Deutschland in einem Land zu etablieren. Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das gemacht? Weil die Erfahrungen, und meine Damen und Herren, das nehme ich für mich in Anspruch, ich bin kein Jagdexperte, aber habe durch die letzten Jahre, durch die intensiven Debatten mit den Verbänden, mir einiges an Wissen aneignen dürfen, weil wir ein tiefes Vertrauen in die Jägerschaft haben, weil sie näher an der Umwelt, am Naturschutz dran sind als viele anderen, die hier im Hessischen Landtag darüber reden. Und deshalb ist es richtig, dieses Vertrauen nicht zu verstören, sondern im Gegenteil, es zu bekräftigen, wenn es darum geht, einen positiven Naturschutz umzusetzen. Was plant Frau Hinz? Den Mumm hatte sie nicht, mit einem Gesetz in diesen Landtag zu gehen. Und das wundert uns nicht, weil ein Gesetzentwurf, und da haben Sie auch ein bisschen was im Koalitionsvertrag drinstehen, dass Sie das nicht machen wollen, ein Gesetzentwurf natürlich eigentlich eine ganz andere Öffentlichkeit hervorruft. Den Mumm hatten Sie nicht, und dann haben Sie sich gedacht, machen Sie das, was Verwaltungen machen, wenn sie keinen Mumm haben, aber ideologisch ihre Ziele umsetzen wollen. Sie versuchen es über die Verordnung. Und das in Hessen, meine Damen und Herren. Das in Hessen, meine Damen und Herren, jetzt mal, Frau Kollegin Hinz, ich sage Ihnen das mal als Jurist, die Möglichkeit besteht, dass eine Rechtsverordnung den Gesetzestext nicht nur aushebelt, sondern ad absurdum führt, meine Damen und Herren. Das ist auch ein rechtlicher Tatbestand, den wir Ihnen als Parlament nicht durchgehen lassen. Dieser Landtag, sein Vorgänger, hat ein Jagdgesetz beschlossen.
was klare Grundlagen hat. Das lassen wir uns nicht von der Verwaltung von Ihnen kaputt machen, was dieses Parlament beschlossen hat, Frau Hinz. Was planen Sie? Ja, es ist der Angriff auf die Privatjagd. Es ist die Aushebelung des Gesetzes, es ist die Veränderung und Verschlechterung von Jagdzeiten, es ist der Genehmigungsvorbehalt bei bestimmten Tierarten, es ist die Einschränkung der Fangjagd. All das, meine Damen und Herren, sind Punkte, wo man weiß, dass das, was dort geplant ist, nur die Absicht hat, es den Jägerinnen und Jägern in Hessen so schwer wie möglich zu machen und die Attraktivität der Jagd einzuschränken. Und jetzt will ich einmal ins Konkrete gehen, Frau Hinz. Der Genehmigungsvorbehalt. Ich meine, dass die GRÜNEN für Bürokratie stehen, ist kein Geheimnis. Das haben Sie sich hart erarbeitet. Das ist so. Da stimmt sogar Frau Wissler zu. Das ist ein Lob. Vielen Dank. Aber an der Stelle, Frau Kollegin Wissler, glaube ich, sollten wir uns darum bemühen, dass es nicht mehr Bürokratie gibt. Nehmen Sie einmal den Genehmigungsvorbehalt bei bestimmten Tierarten. Ich frage einmal, Frau Hinz, wie soll das eigentlich funktionieren? Wie stellen Sie sich das eigentlich in der Praxis vor? Eigentlich sollte nicht der Ministerpräsident demnächst mit auf die Jagd gehen, sondern Sie, weil Sie einmal sehen sollten, wenn Menschen auf einem Hochsitz sitzen und ein bestimmtes Tier quasi in der Situation ist, abgeschossen zu werden, dass dann nicht ein Genehmigungsvorbehalt sehr praxisrelevant ist, dass man dann quasi mit der Behörde telefoniert, das Faxgerät auf dem Hochsitz anwirft, damit Frau Hinz und ihre Naturschutzverbände zufrieden sind, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht die Welt sein, in der wir hier in Hessen leben. Nein, Frau Hamann, ich bin nicht verwundert, dass Sie es machen, weil das haben wir von den GRÜNEN erwartet. Ich bin verwundert, dass die hessische CDU, die sich mit uns gemeinsam für das Gesetz in der letzten Legislaturperiode gelobt hat, hier den GRÜNEN die Hand reicht, so etwas durchlaufen zu lassen. Das verwundert mich. Das verwundert mich. Und deshalb, alles, was Sie planen, alles, was in dem Gesetz implementiert ist, kennen wir aus anderen Ländern. Bei der Frage, dass Naturschutz und Tierschutz quasi das Jagdrecht unterordnen werden, das heißt unterjochen werden in dem Sinne, dass das eine vorgeht. Bei der Frage Weidgerechtigkeit und Hege, ein alter grüner Ansatz, auch hier werden die Forderungen der Naturschutzverbände, die Ihnen nahestehen, umgesetzt. Ankirren und Füttern verboten, Niederwildjagd wegfallen. Jagd, ja, das sind die ursprünglichen Vorschläge. Sie haben es jetzt an Stellen abgemildert, weil Sie gemerkt haben, dass sogar Widerstand aus der Bevölkerung kommt, mit dem Sie nicht gerechnet haben. Aber auch die ursprünglichen Vorschläge zeigen, welches Geisteskind Sie in der Frage sind, meine Damen und Herren. Welches Geisteskind Sie sind. Und das geht ja noch weiter bei den Vorschlägen der Bundesgrünen zum Thema Munition und so weiter. All das sind keine Überraschungen, meine Damen und Herren. Aber das, was hier neu ist, ist, dass Sie nicht den Mumm haben, Frau Hinz, gemeinsam mit Ihrer Regierungsfraktion hier in diesem Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen, der diese Frage hier auf den Tisch legt. Weil Sie wussten, weil Sie genau wussten, meine Damen und Herren, dass nur eine Verordnung durch die Hintertür die Situation einigermaßen, sag mal, öffentlichkeitswirksam unten hält. Mehr Mumm hatten Sie nicht. Und ich sage Ihnen, ja, Herr Kollege Pentz, wenn Sie kein Selbstbewusstsein haben, wenn Sie kein Selbstbewusstsein Kollege haben. Kollege Rentsch, gestatten Sie eine Zwischenfrage immer. Vom Kollegen Wien. Ja, ich drücke doch schon. Ja, okay. Herr Rentsch, ich frage Sie, wissen Sie, dass wir kein Jagdgesetz geändert haben, weil Sie ständig vom Jagdgesetz reden? Herr Kollege, Sie. Vielen Dank für diese Zwischenfrage. Ich habe genauso wie der Jagdverband vom Jagdrecht gesprochen. Die Verordnung gehört auch zum Jagdrecht. Und Sie hatten nicht den Mumm, hier ein Jagdgesetz vorzulegen, sondern Sie versuchen es durch die Hintertür. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, meine Damen und Herren. Und deshalb wollen wir einmal zu der Situation kommen, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, dass viele gesellschaftliche Gruppen in diesem Land es nicht zulassen. Kollege Rentsch, einen Moment. Also, ich komme hier langsam vor wie in der Schulklasse in der siebten Stunde. Ich bitte doch um etwas mehr Aufmerksamkeit und Ruhe. Frau Präsidentin, ich bin bei Ihnen. Ich komme mir auch so vor. Aber man muss es immer wieder versuchen. Wenn Schüler nicht lernwillig sind, muss man es durch ständige Wiederholung versuchen. Und da werden wir als Freie Demokraten bei diesem Thema auch nicht nachlassen. Und ich will Ihnen mal sagen, dass das Ganze noch eine andere Komponente hat. Das, was Jäger in Hessen machen, ist ehrenamtliches Engagement für unsere Gesellschaft. Bei der Frage, wenn es darum geht, ja, dass Sie da eine andere Meinung haben, da sind Sie nahe bei der Union, das mag sein, aber die Mitte dieses Hauses sieht es definitiv anders. Diese Jäger
sorgen in ihrer privaten Freizeit dafür, dass der Naturschutz in einem ausgewogenen Verhältnis erhalten bleibt. Und man sieht in Ländern, wo es keine Jagd gibt, zu welchen Situationen es dort kommt. Wir können froh sein, dass wir uns das dort erarbeitet haben. Und das, was Sie mit dieser Initiative schaffen, Herr Kollege Wiegel, und bei aller Liebe, ich hätte gerne über ein Gesetz diskutiert, aber die Ministerin hat leider keinen Mumm für ein Gesetz, sondern macht es nur mit einer Verordnung. Dieses Gesetz, diese Verordnung, dieses Jagdrecht, diese Änderung sorgt dafür, dass Sie ehrenamtliche Kräfte in diesem Land demotivieren, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen mal vorlesen, was eine Jägerin in einem Forum zu dieser Debatte geschrieben hat. Ich lasse mal den persönlichen Teil mit Frau Hinz weg, den überspringen wir mal. Wir Jägerinnen und Jäger erhalten mit unserer Aktivität Biodiversität, und zwar generationenübergreifend. Wir hegen nicht nur das Wild, sondern auch unzählige andere Tierarten, die nicht zum Wild zählen, so z.B. Käfer, Insektenarten, Lurche, Singvögel und vieles, vieles mehr. Alle profitieren von unserer kontinuierlichen Arbeit als Jägerinnen und Jäger. Wir beobachten die Wildbestände und erhalten sie kontinuierlich durch Selektion gesund. Denken Sie z.B. gerade bei diesen Themen an Tierseuchen wie Tollwut und Schweinepest. Wir erhalten Lebensräume wie z.B. Hecken und Biotope. Wir pflegen diese unermüdlich und unentgeltlich in unseren Revieren. Wir sind Ansprechpartner und Ersthelfer gemeinsam mit der Polizei bei Wildunfällen und anderen Situationen. Wir bilden Hunde aus etc. pp. All das nennen wir aktiven Naturschutz. Und dieser soll jetzt von dieser Landesregierung eingeschränkt werden. Ein fatales Signal. Ein Zitat aus einem Forum, meine Damen und Herren. Kollege Rentsch, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Deshalb auch Herr Generalsekretär der Union. Ich will das einmal offen sagen. Sie brauchen nicht über Verfassungsänderungen für das Thema Ehrenamt nachzudenken, wenn Sie mit solchen Signalen und einer Umweltministerin, die quasi wild geworden ist, die Menschen in diesem Land politisch wild geworden ist. Bitte beenden Sie Ihren Satz, Herr Rentsch. Politisch wild geworden ist, die Hand reichen, verehrte Kollegin von der Union. Sie haben Nachholbedarf bei diesem Thema. Stoppen Sie diese Umweltministerin. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Kollege Lotz, SPD-Fraktion. Also in Zukunft keine Schonzeiten mehr für die Blau-Gelben. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Jagdverordnung ist aus unserer Sicht wieder so ein Beispiel dafür, wie diese Landesregierung auch mit dem Parlament umgeht. Von dem Moment an, als uns Abgeordnete die ersten Bürger-E-Mails erreichten zur geplanten Verordnung, zur geplanten Jagdverordnung, bis zu diesem Zeitpunkt, als wir dann über Umwege die ersten Entwürfe tatsächlich zu Gesicht bekamen, vergingen Monate. Da passt die Verbändeanhörung dabei gut ins Bild. Der Entwurf wurde den Verbänden zu Beginn der Sommerferien zur Verfügung gestellt. Die Frist für die Stellungnahme war ursprünglich für den 15. September geplant. Das macht man nur aus meiner Sicht, wenn man will, dass die Anzuhörenden sich nicht zu sehr mit dem Thema auseinandersetzen können. Der Präsident des Landesjagdverbandes, Jürgen Ellenberger, sprach sogar von böser Absicht. Meine Damen und Herren, es verdient hier niemand ein Ruhmesblatt dafür, dass der Termin auf Ende September verlängert wurde. Das mehr als unglückliche Verfahren und der Eindruck, dass das Ministerium hier unbedingt mit dem Kopf durch die Wand möchte, spiegelt sich auch inhaltlich in der Verordnung wider. Die Pläne des Ministeriums gefährden aus unserer Sicht die gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Jägerschaft, Naturschutz und Landwirtschaft. Ihr eigener Antrag von CDU und Grünen, Entschuldigung, aber Herr Rudolph, das ist auch nicht so schlimm, das passt schon zusammen. Im Zuge dieser Diskussion Ihres Antrages, der gestern auf den Tisch betreffend Jagd in Hessen
im Ausgleich der Interessen gestalten liegt, ist Ihnen eigentlich klar, wie seltsam Ihr Antrag klingt? Es ist quasi die Bankrotterklärung Ihrer eigenen Jagdverordnung. Sie haben erkannt, dass Sie mit Ihrem Vorgehen den Großteil der Jägerschaft Unrecht getan haben. Nun stellen Sie nämlich plötzlich fest, dass die Jäger sehr wohl einen wichtigen Beitrag zur Natur und zum Artenschutz leisten. Das hörte sich aber, Herr Arnold, in der Diskussion und in den Zeitungsbeiträgen der vergangenen Wochen ganz anders an. Und noch etwas, Herr Arnold. Sie schreiben in Ihrem Antrag, die notwendige Neubearbeitung der Jagdverordnung solle genutzt werden, um Jagd- und Schonzeiten den neuesten Erkenntnissen anzupassen. Ja, habe ich da irgendetwas verpasst, Herr Arnold? Sie haben es hat in den vergangenen Wochen eher sich so angehört, als sei die Jagdverordnung längst in Stein gemeißelt. Sie haben erkannt, dass diese Jagdverordnung nichts anderes ist als ein Versuch, einen Keil zwischen die verschiedenen Interessen und die Verbände zu treiben. Es wäre nur richtig, die ganze Diskussion, hören Sie zu, Herr Arnold, die ganze Diskussion wieder auf Null zu stellen und alle Beteiligten an einen Tisch zu holen. Sie wollen nach Ihrem Antrag heute eine moderne Verordnung. Das fängt dabei an, so sehe ich es zumindest, wie man eine moderne Verordnung erarbeitet, nämlich möglichst gemeinsam. Und wissen Sie, Ihr Antrag macht diesen Fehler mehr als deutlich. Da schreiben Sie mehr oder weniger, dass Ihre eigene Jagdverordnung nicht ausgereift ist. Ja, das steht so. Lesen Sie mal richtig durch. Damit kann sich auch niemand im Ministerium herausreden. Besonders der § 3 im Entwurf führte zu erheblichen Verärgerungen. Für eine Änderung der Jagdzeiten gibt es aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion keine ausreichende sachliche oder fachliche Begründung. Die bestehende Regelung hat sich aus unserer Sicht bewährt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie aufwendig es war, 2011 verschiedene Versionen eines Jagdgesetzes zu erarbeiten und im Parlament zu diskutieren. Aber da hatten wir vorher alle zusammen am Tisch gesessen. Zumindest kann ich das für die SPD bestätigen. Die entsprechende Regelung im Jagdgesetz enthält eine gewünschte Balance für die forstliche Tierwelt. Diese Jagdverordnung kippt die Balance des Wildbestandes, und sie wird entsprechende Schäden für Wald, Forst und Landwirtschaft zur Folge haben. Nun, meine Damen und Herren, liebe auch Frau Kollegin Hammann, Sie werden bestimmt im Anschluss nachher dazu einiges sagen. Aber ich habe mit Interesse Ihr lesenswertes Interview in der FAZ gelesen. Eines dabei, Frau Dorn, habe ich vermisst. Sie sprachen dort davon, wer als Jäger ernst genommen werden wolle, müsse die neuesten Erkenntnisse oder dürfe die neuesten Erkenntnisse in der Wissenschaft nicht ignorieren. In keinem Wort, aber in dem ganzen Interview sind Sie jedoch auf besagte wissenschaftliche Erkenntnisse eingegangen. Aber das werden Sie sicherlich im Anschluss nachholen. Auch wird die Argumentation über die Jagdzeiten immer wieder über die rote Liste der gefährdeten Arten angeführt. Die roten Listen, die im Zuge der Jagdverordnung genannt sind, haben grundsätzlich den Charakter unabhängiger Expertengutachten.
und es ist eine wichtige Liste. Sie sind aber keine amtlichen Verlautbarungen einer Behörde oder Anstalt des öffentlichen Rechts. Die roten Listen haben mithin keinen Verordnungscharakter einer staatlichen Stelle. Auf Zuruf, meine Damen und Herren, kann man keine rote Liste erstellen. Das hat schon unser damaliger Umweltminister Jörg Jordan 1994 gesagt. Das wird auch in der Argumentation zur Jagdverordnung schlichtweg ignoriert. Wie sagte es der Wetterauer Landrat Arnold, SPD, so schön in einem Pressebericht, die geplanten Regelungen führen zu einer Entmündigung vor Ort, zu einem Wegfall eigenverantwortlichen Handelns und zu einer weiteren unnötigen Bürokratisierung von Seiten des Landes. Verlierer wären die betroffenen Arten, weil jeweiliger Anreiz genommen wird, in intensiv genutzten Agrarlandschaften Rückzugsflächen zu erhalten oder neu anzulegen. Meine Damen und Herren, gleiches Thema, anderer Arnold, CDU. Es ist schon sehr bemerkenswert, wenn der Kollege Walter Arnold in einem Schreiben an den Landesjagdverband von einer Kampagne der Jäger, speziell des Pressesprechers des Verbandes, gegen die CDU spricht. Die Kollegin Hamann bläst ins gleiche Horn. Auf ihrer Homepage spricht sie in einem Bericht von purer Stimmungmache der Jagdverbände. Meine Damen und Herren, ich habe die E-Mails auch alle bekommen. Ich kann keine Kampagne gegen eine Partei erkennen. Und glauben Sie mir, ich als Sozialdemokrat kenne mich in Kampagnen gegen die eigene Partei aus. Ich möchte in diesem Zusammenhang aus einem weiteren Schreiben zitieren. Ich zitiere Herr Bellino. Herr Bellino, ich zitiere aus einem weiteren Schreiben. Wir wollen eine neue Kultur der Beteiligung für unser Land, in der das Mitmachen und Mitgestalten als Freude empfunden werden. Das ist ein Zitat aus Seite 6 des Schwarz-Grünen Koalitionsvertrages. Wie Sie, meine Damen und Herren, mit den Sorgen der Jägerinnen und Jäger umgehen, macht Ihren Koalitionsvertrag zu einer Farce. Wir haben in Hessen über 23.000 Jägerinnen und Jäger. Mehr als 300.000 Menschen sind hessenweit in Jagdgenossenschaften organisiert, die nicht alle Hurra rufen, wenn eine solche Jagdverordnung die Runde macht. Kollege Lotz, bitte letzter Satz. Dieser Konflikt, den wir seit einer Weile haben, ist mit Ankündigung provoziert worden. Die SPD-Fraktion kritisiert, wie Jägerinnen und Jäger mit dieser Verordnung allesamt zu einem schießwütigen Haufen degradiert werden und Vorurteile gepflegt werden. Das war der letzte Satz. Meine Damen und Herren, ich darf Sie daher auffordern, unserem Antrag zuzustimmen. Also ich bitte, meine Geduld nicht überzustrapazieren. Auch letzte Sätze haben einen Punkt. Und wenn Sie ihn nicht machen, muss ich ihn halt mal machen. Als Nächstes spricht Kollege Arnold, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt keinen Arnold I oder II, es gibt nur einen hier im Hessischen Landtag. Es gibt noch die Kollegin, aber mit einem zusätzlichen T dazu. Ich möchte den Versuch wagen, das Ganze wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen und hoffentlich auch den Kollegen Rentsch ein bisschen runterzuholen von seiner Erregtheit.
Die erste Feststellung, die ich gerne treffen möchte, ist, dass wir in der Koalitionsvereinbarung die klare Feststellung haben, das Hessische Jagdgesetz hat in seiner derzeitigen Fassung Bestand. Das ist zunächst einmal, was das Jagdrecht anbelangt, eine ganz wichtige Aussage. Das Zweite ist, dass wir jetzt an der Jagdverordnung dran sind. Das ist nicht eine Erfindung der Ministerin Hinz, sondern ich möchte dazu feststellen, dass wir bereits aus der alten Legislaturperiode heraus lange an dieser Jagdverordnung, an den Jagdzeiten und an anderen Dingen diskutiert haben. Und ich möchte vor allen Dingen die Kollegen, auch den Kollegen Lotz oder auch die anderen Kollegen darauf hinweisen, dass wir in dieser neuen Verordnung Einzelverordnungen haben, wie beispielsweise die Jagdprüfungsordnung. Passen Sie auf, Herr Kollege Rentsch, das ist vielleicht ganz wichtig, dass Sie das einmal erkennen. Es gibt dort alleine 5 Verordnungen rund um die Jagd, die Ende dieses Jahres 2015 auslaufen, die einfach aufgrund der dortigen Bestimmung außer Kraft treten. Und dass deswegen schon seit gut anderthalb Jahren über diese Jagdverordnung über Einzelheiten diskutiert wird. Es kann also keiner sagen, dass er völlig überrascht am 25. Juli einen Entwurf gesehen hat, sondern in vielerlei Hinsicht, in vielen Verbänden wurde dort darüber diskutiert. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich auch deutlich sagen möchte, wir haben in der Koalition von CDU und den GRÜNEN bewusst an erster Stelle geschrieben, die Jagd ist ein erhaltenswertes Kulturgut unserer Gesellschaft. Und dazu stehen wir in beiden Fraktionen. Wir haben sicherlich in der Frage, wie sich das in Einzelheiten dann zu regeln ist, nicht immer ganz deckungsgleiche Ansichten. Aber ich sage das auch bewusst für die Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN. Wir wollen, dass durch das Gesetz, das erhalten bleibt, und durch eine moderne Jagdverordnung die Jagd so ausgeübt werden kann, dass sie ihren Zweck erfüllt, nämlich einen gesunden und artenreichen Wildbestand hier in Hessen zu ermöglichen, und dass die Jägerinnen und Jäger nicht das Gefühl haben, von dem Gesetz und den untergesetzlichen Verordnungen eingeengt zu werden, sondern unterstützt zu werden. Das ist auch etwas, was wir sehr deutlich bei der Jagdverordnung hier sagen können. Wir haben uns bei der Neuformulierung an der einen oder anderen Stelle leiten lassen von Fragen des Tierschutzes. Das haben wir neu bewertet, von Fragen der Ethik, moderne Wildbiologie. Und es sind Regelungen verändert worden. Es ist ein Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Nutzern im gleichen Naturraum, Jagdrechtsinhaber, Jagdausübungsberechtigte, die Landwirtschaft, Waldbesitzer, Naturschutzverbände, Tierschutz, Umweltverbände und die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber ich sage ganz deutlich, und ich freue mich, dass gerade jetzt auch bei diesem Tagesordnungspunkt meine eigene Jagdgenossenschaft aus dem Ort, wo ich wohne, hier dabei ist und zuhören können. Wir wollen auch die Interessen der Jäger bewahren und auch der Eigentümer des Jagdrechts, der Landwirte und der Waldbesitzer. Und dazu gehört der Schutz des Eigentums, Erhalt des bewährten Reviersystems und der Erhalt der Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Jägerschaft. Und jetzt ist doch die große Frage, was ist denn das, was draußen die Jäger im Moment so aufbringt, dass sie also Proteste machen, dass sie sogar angekündigt haben, sie werden am kommenden Samstag einen Protestmarsch nach Wiesbaden veranstalten und vor der Staatskanzlei dort demonstrieren. Das ist das gute Recht. Und ich denke, es ist unser aller Interesse, darauf auch einmal zu achten und mit den Jägern zu sprechen. Und ich sage eins ganz deutlich. Ich habe größtes Verständnis. Ich unterstütze sogar ausdrücklich jeden warnenden Hinweis aus der Jägerschaft, die an ganz unterschiedlicher Stelle vor einer drohenden Bevormundung der Jägerschaft durch die Naturschutzverbände warnen. Und ich habe in zahlreichen Diskussionen, auch mit den Kollegen und Kolleginnen der GRÜNEN-Fraktion, darüber gesprochen und mir ausdrücklich noch einmal die Bestätigung geholt, dass diese Bedrohung grundlos, diese Annahme grundlos ist, aber dass wir in verschiedenen Regelungen auch dafür sorgen wollen, dass hier zukünftig das Miteinander der verschiedenen Nutzer in der Natur besser stattfindet. Wir haben
Wir haben sicherlich festzustellen, dass unter dem Stichwort Monitoring etwas Neues, ein neuer Gedanke in der Jagdverordnung ist, der erklärungsbedürftig ist. Gar keine Frage. Da sind wir uns, Frau Kollegin Hammann, sicherlich einig, dass wir über diese Dinge noch einmal reden müssen und auch Vorschläge unterbreitet haben der Ministerin, die letztendlich für diese Verordnung alleine zuständig ist. Das entscheiden keine Fraktionen. Das ist Sache der Ministerin, diese Verordnung festzulegen. Und ich sage ganz eins, das kann fehlinterpretiert werden, und das wurde teilweise fehlinterpretiert. Und ich sage auch an dieser Stelle, was Herr Röder als Pressesprecher des Landesjagdverbandes dort in die Ausgabe 8 des Hessenjägers hineingeschrieben hat, ist mehr als das, was man aus diesem Entwurf der Jagdverordnung herauslesen kann. Da muss man aufpassen, dass man in einem Bereich, wo die Emotionen sehr schnell hochkochen, nicht übertreibt. Ich sage eins mal ganz deutlich. Ich kann mir sehr gut Monitoring vorstellen, also das Zusammengehen von Naturschutzverbänden, von Umweltschutzverbänden, von den Jägern, wenn es darum geht, beispielsweise in der Hochrhön im Biosphärenreservat, wo wir eines der ganz seltenen Birkwildvorkommen haben, hier miteinander zu überlegen, wie dieses sehr seltene Vorkommen besser geschützt werden kann. Dazu gehört auch die intensive Bejagung des Raubwildes, vielleicht mehr als das, was im Moment für ganz Hessen geregelt wird. Das können Vorschläge sein, die dann auch ihren Niederschlag finden. Aber Monitoring so auszulegen, wie das gemacht wurde, und ich zitiere jetzt einmal aus dem Hessenjäger, dass dies bedeutet, dass künftig private Naturschützer mitentscheiden werden, ob eine Bejagung von Feldhase oder Stockente erfolgen darf oder nicht, das ist nicht beabsichtigt, und das ist auch nicht die Absicht von den Fraktionen, die diese Regierungskoalition bilden, oder gar von Frau Ministerin Hinz. Das ist Sache der Jägerschaft, und wir werden miteinander darauf achten, dass Selbstverantwortung und Eigenständigkeit der Jägerschaft hier geschützt wird und dass wir die richtigen Regelungen treffen. Und dazu gehört auch, das sage ich auch in aller Deutlichkeit, dass wir sehr aufpassen müssen, dass dort nicht Gedanken Platz greifen, die wir nicht miteinander so hegen, wie das vielleicht auch hier an der einen oder anderen Stelle diskutiert wurde. Ich sage einmal ganz deutlich, dass zum Beispiel die Frage, was hat der Jäger für Möglichkeiten, was hat er für Aufgaben, was macht er, wenn er beispielsweise eine Raubwildbejagung betreibt, um hier Bodenbrüter oder andere Kleinwild zu schützen, dass er dafür nicht eine besondere Rechtfertigung braucht, sondern dass das Sache des Jagdgesetzes ist und dass das umfassend dort in diesem Rechtskreis klar geregelt ist, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir jetzt erst einmal abwarten sollten, was die Anhörung dort an Ergebnissen gibt, und dass wir das diskutieren werden und sicherlich auch geeignete Vorschläge erarbeiten, die wir dann an Ministerin Hinz weitergeben. Ich rate uns allen, hier dafür zu sorgen, dass wir die Emotionen nicht zu sehr hochschwappen lassen, sondern dass wir sachlich, vernünftig zum Wohl der Jäger, zum Wohl des Wildes, des Waldes, des Feldes dort arbeiten, so wie wir es im Jagdgesetz miteinander 2011, da erinnere ich mich gut an gemeinsame Diskussionen, auch mit der SPD, Herr Kollege Lotz, gesagt haben, ein faires Miteinander von Wald und Feld und Flur mit dem Grundsatz Wald und Wild. Ich glaube, das ist das Richtige, und dazu wünsche ich uns viel Erfolg. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Lenders. Herr Kollege Arnold, weil Sie es eben gesagt haben, es wäre nicht überraschend gewesen. Das, was wir im Januar an Kenntnis hatten, war, da ging es vor allen Dingen erst einmal um das Prüfungsrecht. Und dass die Jägerschaft sensibilisiert war bei der Koalition mit den GRÜNEN, das kommt daher, weil sie die Erfahrung aus anderen Bundesländern gehabt haben. Und jetzt den Jägern immer zu unterstellen, sie hätten jetzt hier schon Informationen vorab gehabt und es wäre alles ja nicht überraschend gewesen, sie hätten sich ja vorher schon einmal äußern können, das ist unredlich. Weil der komplette Entwurf ist jetzt erst im Sommer in die Anhörung gekommen. Und Herr Kollege Arnold, da muss man fragen dürfen, warum dieser Termin Sommer, wo wir alle in die Ferien fahren, warum
warum auf dem Verordnungsweg und eben nicht über den Weg der Gesetze, wo wir eine breite Diskussion hier möglich gemacht hätten, warum wollen Sie das auf dem Verordnungsweg wegnuscheln? Und, meine Damen und Herren, lieber Kollege Arnold, Herr Kollege Arnold, was war eigentlich daran falsch, was angeblich Ihre Handschrift trägt, was kaum ein paar Monate in Kraft tritt? Wo haben Sie sich eigentlich in den letzten Monaten geirrt, was Sie jetzt selber korrigieren müssen? Diese Antwort bleiben Sie schuldig. Es kann nur eine Antwort geben, und die haben Sie permanent in den Gesprächen mit der Jägerschaft und mit den Jagdgenossenschaften gegeben. Und die heißt dann von Ihrer Sicht aus, wir haben halt jetzt eine Koalition mit den Grünen. Meine Damen und Herren, da kann ich nur sagen, das darf niemals Grundlage von politischem Handeln sein. Da kann es nur einen Satz geben. Hände weg vom Jagdrecht. Vielen Dank. Kollege Arnold, wollen Sie erwidern? Dann spricht als Nächstes Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Freut sich schon auf die Staatsjagd. Ich finde ja schon spannend, was es hier für Vorbemerkungen gibt, bevor ich noch überhaupt ein Wort dazu gesagt habe, was ich darüber denke. Und ich muss sagen, eigentlich sollte es mir ja ein Vergnügen sein, eine Errungenschaft der Revolution von 1848 zu verteidigen. Aber den Job hat jetzt die FDP übernommen. Und ich muss sagen, zumindest bei mir verursacht das schon ein bisschen Verwirrung. Bei mir hält sich das mit der Begeisterung, diese Errungenschaft zu verteidigen, nämlich in erheblichen Grenzen. Die Jagd wurde über Jahrtausende ständig weiterentwickelt und den jeweils gegebenen gesellschaftlichen Anforderungen angepasst. Heute gibt es zahlreiche Ansprüche einer Gesellschaft, die auf engstem Raum gleichzeitig erfüllt werden sollen. Wohnraum, Mobilität, Ernährung, Energie, Freizeitaktivitäten. Unser moderner Lebensstil prägt auch das Vorkommen von Wildtieren. Ihr Lebensraum geht verloren. Straßen zerschneiden den übrig gebliebenen Wald. Tiere kommen auf den Straßen ums Leben. Freizeitaktivitäten versuchen immer mehr Störungen bei den Wildtieren. Wir haben ja lange über das Mountainbiken im Wald schon einmal diskutiert. Es ist halt eine schwierige Abwägung all dieser vielen verschiedenen Interessen gegeneinander. Und auch für den Menschen kann das Vorkommen von Wildtieren Folgen haben. Rehe, Rothirsche und Wildschweine können auf Feldern und Wäldern enorme Schäden verursachen. Menschen werden in Unfälle mit diesen Tieren verwickelt. Bei einem ständig wachsenden Teil der Bevölkerung hat sich eine zunehmend kritische Haltung zur Jagd entwickelt. Diese kritische Haltung ist nicht immer von vertiefter Sachkenntnis geprägt. Demgegenüber stehen eine ebenso wenig homogene Jägerschaft, die sich einerseits aus engagierten Naturschützern und andererseits aus Menschen, die Spaß am Jagen – und hier muss man das mal sagen – Spaß am Töten von Tieren haben. Das muss man doch auch aussprechen dürfen. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es die gesamte Bandbreite. Die einen verteidigen den Tierschutz, die anderen ihr Recht auf Jagd. Landwirte haben wiederum das Interesse, dass ihre Aussaat nicht einzig als Fütterung von Wildtieren, egal ob Schweinen oder Gänsen, dient. Es ist auch ein berechtigtes Interesse. In der öffentlichen Diskussion stehen verwüstete Vorgärten, Friedhöfe und Fußballfelder den Jagdunfällen gegenüber. In einer modernen Gesellschaft, in der Tierschutz Verfassungsrecht ist, darf Jagd nicht Selbstzweck sein. Die Jagd hat einen Ausgleich herbeizuführen zwischen allen Interessen, die ich oben aufgeführt habe. Deshalb ist es gut und richtig, dass nach der neuen Verordnung zur Beobachtung des Bestandes und Bestandsdichten einzelner Wildarten und ihrer Entwicklung einheitliche Monitoringverfahren bestimmt werden sollen. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. In diese Verfahren sollten selbstverständlich auch Natur- und Tierschutzorganisationen einbezogen werden. Die haben doch genauso viel Know-how, wie es auf der anderen Seite auch Jäger und Jägerinnen haben. Und man muss es miteinander und nicht gegeneinander machen. Es ist wichtig, zu erfahren, wie sich die Bejagung auf die Tierbestände der einzelnen Tierarten auswirkt. Danach muss man doch dann die Jagd auch ausrichten und ob und wo Bejagung sinnvoll und notwendig ist. Die konventionelle Jagd sieht ihre heutige Funktion in der nachhaltigen Pflege und Hege des Waldes und eine
naturnahe Nutzung des Waldbestandes für den Menschen. Außerdem reguliere die Jagd die Zahl des Wildes und leiste so ihren Beitrag zum Schutz des Waldes vor Verbiss. Jagdgegner sehen dies als Heuchelei, da durch Zufütterung der Wildbestand extra hoch gehalten werde, um ein Argument für die Jagd parat zu haben. Die Jäger sagen, Wildschweine müssen massiv bejagt werden. Die Tierschützer sagen, je mehr Wildschweine abgeschossen werden, desto stärker vermehren sie sich. So kommen wir doch mit der Diskussion nicht weiter. Man muss doch tatsächlich die Menschen zusammenbringen und schauen, dass sich die Naturschutzverbände und die Jagdverbände wirklich so miteinander an einen Tisch bringen und die Interessen ausgleichen, dass wir tatsächlich dafür sorgen können, dass da, wo wild bejagt werden muss, welches bejagen. Und das dann bitte auch zu den richtigen Zeiten. Da muss man auch hin und wieder anpassen. Selbst die Jägerzeitschrift Wild und Huhn fragt, sind die Jäger überhaupt in der Lage, die Schwarzkittel dauerhaft zu regulieren, und gibt auch gleich die Antwort. Insgesamt haben jedoch alle Bemühungen der vergangenen Jahre keinen Erfolg gebracht. Die Sauen vermehren sich unaufhaltsam weiter. Diesen Konflikt zu entschärfen, brauchen wir eine gesellschaftliche Legitimation der Jagd, der es eben klar wird, an welchen Stellen sie gebraucht wird und an welchen es eben sinnvoll ist, sie zurückzufahren. Wir wollen, dass die Jagd nur dort, wo sie wirklich notwendig und sinnvoll ist, in einem Maß, das im Interesse des Gemeinwohls steht und ausschließlich von gut ausgebildeten Jägern ausgeübt wird. Dass nur die Tierarten bejagt werden dürfen, deren Bejagung in einer bestimmten Region nach ökologischen und wissenschaftlichen Kriterien notwendig ist. Nicht als Hobby und zum Spaß, denn die Tiere sterben im Ernst. Das heißt aber auch, dass dort, wo es als notwendig erkannt wird, z.B. bei den Graugänsen, das Beantragen und Erteilen einer Ausnahmegenehmigung nicht so lange dauern darf, bis das Feld abgefressen ist, bis die Genehmigung erteilt ist. Weil dann brauchen wir keine Ausnahmeregelung für solche Situationen. Das muss dann ganz zügig gehen. Wenn an einer Stelle festgestellt wird, hier ist eine Überpopulation und hier muss bejagt werden, dann müssen Ausnahmegenehmigungen wirklich schnell auf den Tisch. Und nicht 4 Wochen später, dann braucht man sie nicht mehr. Was die Liste der jagdbaren Arten angeht, Tierschützer fordern zu Recht eine strenge Einhaltung des Tierschutzgesetzes und damit, dass für das Töten eines Tieres ein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes belegt werden muss. Vernünftig ist ein Grund, der triftig und einsichtig sowie von einem schutzwürdigen Interesse getragen ist und unter den konkreten Umständen schwerer wiegt als das Interesse an der Unversehrtheit und am Wohlbefinden des Tieres. Trotz Jagd sind Schalenwildbestände, Rehe, Hirsche, Wildschweine vielerorts historisch hoch. Die Ursachen dafür müssen ebenso sachlich diskutiert werden wie die wildbiologisch begründeten Maßnahmen zur Lösung des Problems, das mit hohen Schäden für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft einhergeht. Dabei kann eine Jagd nur ein Baustein einer vielfältigen Strategie sein. Für DIE LINKE, und das muss ich an der Stelle mal sagen, weil da habe ich dann auch noch einmal Kritik, und es geht mir nicht weit genug, es ist untragbar, dass die Fallenjagd weiter möglich sein soll. Das verstehe ich nicht. Wenn man jetzt drangeht, hätte man auch das in Angriff nehmen sollen. Das lehnen wir ab, und ich denke, da muss man auch bei den Lebendfallen noch einmal schauen. Auch die sind problematisch. Wenn sie nicht oft genug überprüft werden, kommt es auch da zu Verletzungen und Fehlfunktionen. Das bringt auch den geschützten Arten Stress. Ich habe es einfach einmal überhört. Wie gesagt, DIE LINKE will keine Jagd als elitäres Vergnügen betuchter älterer Herren, und ich persönlich würde an so etwas schon gar nicht teilnehmen. Ich möchte daher an dieser Stelle auf die schön gestaltete Einladung zur Gesellschaftsjagd von unserem Ministerpräsidenten antworten. Nein, danke, ich komme ganz bestimmt nicht. Und ich habe vorher nachgefragt. Auch Herrn Schaus brauchen Sie die Einladung nicht zukommen zu lassen. Er wird sie nicht annehmen. Denn ich empfinde das Töten von Tieren höchstens als ein notwendiges Übel und nicht als eine freudige Veranstaltung. Und da hilft auch keine Spende fürs Müttergenesungswerk für mich drüber weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat die Frau Abg. Hammann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt wenige Themen, die so emotional diskutiert werden wie das Thema der Jagd.
und es gibt wenige Themen, die so unsachlich, unkundig und unwahr behandelt werden wie das Thema der Jagd. Und das sage ich gerade, was die Unsachlichkeit angeht, auch gerade in Richtung der FDP und auch in Richtung der SPD. Die Vorwürfe, die von Ihren Seiten gekommen sind, die sind unhaltbar. Sie wissen ganz genau, wie Verordnungen auf den Weg gebracht werden. Da gibt es keine Debatten darüber, keine inhaltliche Einbringung von Parteien, von Fraktionen im Landtagsparlament. Eine Verordnung erfolgt im Ministerium. Und in all den Jahren, wo Verordnungen geändert und auf den Weg gebracht wurden, war es immer Usus, dass natürlich eine Anhörung erfolgt, derjenigen, die davon betroffen sind. Und es ist auch genau hier passiert. Und tun Sie doch nicht so, als wenn die Betroffenen nicht eingebunden worden wären. Der Landesjagdverband war von Anfang an mit in diesem Bereich involviert und weiß ganz genau, welche Regelungen von hier diskutiert wurden, was am Ende auch umgesetzt wurde. Dass jetzt die FDP so einen Antrag einbringt, das verwundert mich ja gar nicht. Also gerade was den Tierschutz angeht, Herr Rentsch, da haben Sie ja immer leider ein Defizit vorzuweisen gehabt. Und so verwundert es mich überhaupt nicht, dass von Ihrer Seite so ein Antrag kam. Aber dass die SPD einen solchen Antrag einbringt, meine sehr geehrten Damen und Herren, das hat mich schon sehr verwundert. Das hat mich nicht nur verwundert, sondern es hat mich betroffen gemacht. Die SPD hat sich in der vergangenen Zeit immer für den Tierschutz eingesetzt. Und jetzt sagen Sie, diese Verordnung würde dazu führen, dass die möglichen Auswirkungen zu einem Ungleichgewicht innerhalb der hessischen Wildbestände mit Schäden in Natur- und Forstwirtschaft führen würde, wenn die Jagdverordnung in dieser Entwurfsfassung umgesetzt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, glauben Sie denn wirklich, dass der Schutz von Rote Liste-Arten wie dem Mauswiesel, dem Rebhuhn, dem Baumarder, dem Iltis und vielen anderen mehr zu Schäden in Natur- und Forstwirtschaft führen würden? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich möchte Ihnen auch gerade einmal die Bestandszahlen oder das, was in der Streckenliste erkennbar ist, noch einmal darlegen. Wir haben, was den Baumarder angeht, Rote Liste. Da sind 87 Tiere geschossen worden. Der Iltis, Rote Liste, 90 Tiere. Hermelin, Rote Liste, auch stark gefährdet, 200 Tiere. Mauswiesel, ganzjährige Schonzeit gibt es für den schon in Mecklenburg-Vorpommern schon seit Langem und auch in Thüringen und im Saarland. Rebhuhn, Rote Liste, Tendenz verschlechtern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, ebenfalls keine Jagdzeit. Warum, frage ich Sie, wollen Sie nicht, dass auch in Hessen diesen bedrohten Tierarten eine Schonzeit eingeräumt wird, die da heißt ganzjährig? Denn rote Listenarten machen doch keinen Sinn, dass man sie weiter bejagt. Man muss vielmehr dafür tun, dass der Lebensraum sich verbessert und dass die Tiere wieder an Population gewinnen. Ich frage Sie, berührt es Sie nicht, wenn es immer wieder zu Fehlfängen in Totschlagfallen kommt? Lässt es Sie wirklich kalt, dass beispielsweise auch Fuchswelpen im Bau verhungern, weil die Elterntiere in Totschlagfallen unter Schusswaffen getötet werden? Ich sage ganz deutlich, offensichtlich haben Sie sich nicht ernsthaft mit dem Thema nachhaltige und ethisch vertretbare Jagd beschäftigt. Und eines ist mir aufgefallen. Ich habe mir auch einmal die Landesverordnung dazu angesehen. Gerade in einigen Ländern, wo die CDU mit in der Regierungsverantwortung ist, hat der Fuchs eine Schonzeit? Ist der Iltis ganzjährig geschützt? Ist das Mauswiesel ganzjährig geschützt? Das Rebhuhn ganzjährig geschützt? Man kann also erkennen, dass offensichtlich in einigen Ländern die CDU sich gegenüber der SPD auch durchgesetzt hat. So. Ich verstehe es nicht, wie Sie an dieses Thema herangegangen sind. Ihnen scheint es gleichgültig zu sein, dass es hier um Lebewesen geht, eine Entscheidung, die über Verordnungen auch dann getroffen wird. Sie gehen den falschen Argumenten und der Kampagne des Landesjagdverbandes, und das sage ich auch einmal so deutlich, laut Angaben des Präsidenten, Herrn Dr. Ellenberger, sind es rund 20.000 Jägerinnen und Jäger umfasst, denen gehen Sie auf den Leim. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD, uns, was Sie nicht tun. Sie sehen nicht einen wachsenden Anspruch innerhalb der Bevölkerung, die darauf dringen, dass der Tierschutz in allen Bereichen sich wiederfindet. Und das betrifft auch genau den Bereich der Jagd. Dies trifft hier ganz besonders bei der Jagdausübung zu. Ich möchte Ihnen eine repräsentative Forsa-Umfrage benennen vom März 2015. Diese Forsa-Umfrage ergab,
dass die überwiegende Mehrheit es für wichtig erachten, immerhin 39%, für sehr wichtig erachten, 39%, und wichtig 45%, dass die Aspekte des Natur- und Tierschutzes durch die Jagd gestärkt werden. Und nur eine Minderheit findet es weniger wichtig, mit 10% und unwichtig 4%. Herr Kollege Rentsch, das habe ich nicht gesagt. Ich teile Ihnen mit, dass es gesellschaftliche Änderungen gibt, die natürlich auch Berücksichtigung finden müssen in allen Entwicklungen, in allen Gesetzen, und das natürlich auch im Jagdgesetz. Wir sehen die Notwendigkeit, dass nicht ideologische, sondern wildbiologische Erkenntnisse in der Jagd stärker eben auch berücksichtigt werden. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, jedes Leben ist lebenswert und hat in der Natur einen Sinn. Und jedes Töten unterliegt daher auch einer Rechtfertigung. Und ich sage es auch ganz deutlich: Tiere aus sportlichem Interesse oder aus Prestige zu töten, stellt dagegen keine Rechtfertigung dar. Als Koalitionspartner haben wir über einen Kompromiss festgehalten, dass wir keine Novellierung des Jagdgesetzes vornehmen wollen. Jedoch haben wir vereinbart, das muss man eben feststellen, dass wir die Jagd auf wildernde Hunde und Katzen einer wissenschaftlichen Bewertung unterziehen werden und über eine Artikelgesetzänderung dies gegebenenfalls ändern wollen. Aber das ist in einem zweiten Schritt. Aber was wir vereinbart haben im ersten Schritt, ist, dass die Liste der jagdbaren Tierarten auf Sinnhaftigkeit der Jagd zu überprüfen ist und auch bestandsbedrohte Tierarten zu schützen sind. Und genau diese letzte Vereinbarung, die ich eben genannt habe, wurde jetzt mit diesem Entwurf einer Jagdverordnung auch mit Leben erfüllt. Und ich betone, das ist kein grüner Wunschzettel, der durch den Verordnungsentwurf jetzt festgehalten wurde, sondern stellt einen Kompromiss dar, der nach ausführlicher Beratung aber, und es war eine sehr gute Beratung, auch zustande gekommen ist. Und ich bedauere sehr, dass der Landesjagdverband es nicht schafft, sich in die Debatte sachlich einzubringen, sondern eine Kampagne fährt, die gespickt ist mit Fehlinformationen. Und hier, und ich sage das sehr deutlich, bin ich sehr enttäuscht über diese Vorgehensweise. Da habe ich mir mehr erwartet. Der LJV, das habe ich vorhin bereits gesagt, der LJV war bereits früh durch seine Vertreter in die Diskussion der Verordnung eingebunden, ebenso die staatliche Vogelschutzwarte sowie ein Wildbiologe. Und besonders enttäuschend finde ich es, dass FDP und SPD wissenschaftliche Kenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen, genauso wenig wie der Landesjagdverband. Mit Musterpresseerklärungen wird in die tiefste Klamottenkiste gegriffen. Da wird der stumme Frühling in Aussicht gestellt, wenn die Jagdzeit auf Elstern und Rabenkrähen gekürzt wird. Und dabei wird unterschlagen, dass der Begriff stumme Frühling im Zusammenhang mit Pestizideintrag in der Landwirtschaft steht. Ich sage auch an dieser Stelle, es gibt Bundesländer, die keine Jagdzeiten haben bei Elstern und Rabenkrähen. Ich nenne hier beispielsweise das Saarland, CDU, SPD, oder auch Mecklenburg-Vorpommern, SPD, CDU. Weil es einfach Unfug ist, eine Bejagungszeit für ganzjährige Bejagung durchzusetzen, und es ist Unfug, in diesem Bereich eine Regelung vorzunehmen, die dazu führt, dass bestimmte Bestände auch zurückgehen in diesem Bereich. Es sind nicht die Rabenvögel schuld am Rückgang bestimmter Tierarten, sondern es ist die Veränderung des Lebensraums durch Zerschneidung, durch landwirtschaftliche Nutzung, Nährstoffeinträge und damit einhergehende mangelnde Nahrungsangebot. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, die Drucksache 19/4575 zum Nachlesen ist sehr empfehlenswert. In der erklärt die Bundesregierung sehr klar Aussagen zu den Ursachen des Rückgangs von Vogelarten. Der Landesjagdverband prangert die geplanten angeblich unrechtmäßigen Beschränkungen des Eigentumrechts an. Dabei wird ignoriert, dass die Ausübung der Jagd selbstverständlich gesetzlich geregelt wird und auch Eigentum, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, verpflichtet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist kein Misstrauen von Seiten der Landesregierung gegenüber der Jägerschaft, die im Verordnungsentwurf zum Ausdruck kommt, sondern es sind Vorgaben, wie eine Jagd durchzuführen ist. Es ist doch auch kein Misstrauen gegenüber Verkehrsteilnehmern, da es eine Straßenverkehrsordnung gibt. Alles in unserer Gesellschaft wird in dieser Weise geregelt. Meine Damen und Herren, ja, dieser Verordnungsentwurf zeigt jedoch deutlich, dass der Tierschutz bei der Jagd auch mehr Gewicht bekommen soll. Und dies ist auch gut so.
In diesem Entwurf wurden erstmals die geltenden Jagd- und Schonzeiten einer Überprüfung unterzogen und diese auch modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. Nicht die Ideologie oder die Wissenschaft, sondern die Wissenschaft war dabei handlungsleitend. Dieser Entwurf belegt das gemeinsame Interesse von CDU und GRÜNEN an gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der Jagd, der Jagdrechtsinhaber, der Landwirtschaft, aber auch des Naturschutzes, des Tierschutzes sowie den Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher gleichmäßig sicherzustellen. Und darum, Frau Kollegin Hammann, Sie müssen zum Schluss kommen. Auch im Forstbereich wollen wir dem Prinzip Wald und Wild Geltung verschaffen. Wir sind der Auffassung, dass eine nachhaltige Jagdausübung, die verantwortungsbewusst und sinnvoll durchgeführt wird, eine Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung findet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Es gibt eine Kurzintervention. Der Kollege Timon Gremmels, SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Hammann, ich bin da schon etwas überrascht. Wenn es eine Verordnung gibt, dann macht das die Landesregierung. Wenn Sie sich dann in Ihrer Rede hier hinstellen und sagen, dass Sie als GRÜNE mit den Verbänden darüber beraten hätten, dann muss man sich schon einmal entscheiden. Ja, entweder es macht die Regierung, dann macht man... Ja, also ich, die, und uns den Vorwurf zu machen, wir hätten uns nicht inhaltlich eingelassen in die Thematik und keine Änderungsvorschläge gemacht, ist aber auch sehr schwierig, wenn wir. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit und Ruhe für den Kollegen Timon Gremmels. Ich bitte, Moment, langsam, mach du einmal langsam. Ich bitte um Ruhe hier. Der Kollege Gremmels hat das Wort. Scheinbar haben wir da einen wunden Punkt jetzt erwischt, wenn die GRÜNEN da jetzt so intervenieren. Also, wenn Sie eine Verordnung machen und dann sozusagen sich da und uns den Vorwurf machen, wir würden es nicht einbringen, wenn wir die Verordnung, und das hat der Kollege Lotz ja gesagt, sehr lange überhaupt gar nicht gekannt haben. Und wir haben mehrfach im Umweltausschuss nachgefragt. Und wenn Sie in dieser wichtigen Frage einen Konsens gewollt hätten, dann hätten Sie im Umweltausschuss die Gelegenheit gehabt, und wir haben sie Ihnen mehrmals gegeben, intensiv über die Frage der Notwendigkeit einer neuen Jagdverordnung mit uns zu diskutieren. Wir waren dazu bereit. Wir hätten das mit Ihnen gerne besprochen. Sie haben sich verweigert. Da können Sie sich jetzt nicht hier hinstellen und uns das zum Vorwurf machen. Wir haben kritisiert, dass Sie eine Anhörung scheinbar im Ministerium innerhalb der Sommerpause gemacht haben, wo es Ihnen gerade egal war, wer sich beteiligt hat. Und erst auf unseren Druck wurde die Frist hin. Gerade auf unseren Druck hin wurde erst die Frist verlängert. Das ist aus meiner Sicht gerade für die GRÜNEN, die für Bürgerbeteiligung und Transparenz eigentlich mal gestanden haben, ein Armutszeugnis. Und deswegen müssen wir diesen Vorwurf, Frau Hammann, scharf zurückweisen. Danke schön. Frau Kollegin Hammann, Sie haben das Wort auch zur scharfen Zurückweisung oder zur Antwort, wie Sie es gerade wollen. Herr Kollege Gremmels, ja, wir haben gute Beratung gehabt mit unserem Koalitionspartner, selbstverständlich. Das ist doch auch logisch, dass man sich über bestimmte Entwicklungen, das hat es in der Vergangenheit unter Bökel genauso gegeben, unter Jordan. Ein ganz normaler Vorgang. Kommen Sie von Ihrem Hochsitz runter. Es wäre mir... den Text der Verordnung. Und wenn Sie sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen wollen, wenn Sie sich wirklich mit diesem Text ernsthaft auseinandersetzen wollen, ich weiß, dass Sie den nächsten Text haben, dann hätten Sie ganz konkret auch sagen können, was Ihnen in diesem Bereich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Was Sie aber getan haben, Sie haben den Verordnungsentwurf in Gänze abgelehnt und sagen, er soll so bleiben, wie er ist. Und dann mache ich Ihnen den Vorwurf, dass Ihnen der Tierschutz in der Jagd überhaupt nichts bedeutet, dass es Ihnen egal ist, was in diesem Bereich geregelt wird. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das finde ich falsch. Unterliegen Sie keinem Populismus. Darauf kann ich Sie nur bitten, dass Sie das nicht tun. Denn das ist viel zu wichtig, dieses Thema, als dass man es jetzt einfach mit einer kleinen Münze versucht, für sich zu besetzen, indem man sagt, Hände weg vom Jagdrecht. Das bringt uns nicht weiter. Aber das führt dazu, dass innerhalb der Bevölkerung, wenn so etwas diskutiert wird, natürlich ein größerer Argwohn noch gegenüber der Jägerschaft entsteht. Und was ich nicht will, dass immer wieder dieses Aufeinanderprallen erfolgt. Unser Bemühen ist es doch von uns allen, dass wir auch mal den Naturschutz mit der Jagd auch mehr noch zusammenbringen können und der Tierschutz eine andere Rolle spielt künftig auch in der Jagd. Das ist ein Anliegen und ich glaube, das ist es wichtig, dass man es auch weiter verfolgt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst einmal eine Vorbemerkung machen an die FDP oder zwei Vorbemerkungen. Erstens, dass laut nicht immer gleich wahr ist. Und zweitens, dass ich es gut finde, Herr Rentsch, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass unter Ihrer Mitwirkung in der letzten Wahlperiode ja ein Jagdgesetz geändert wurde. Eben weil dieses Jagdgesetz geändert wurde, sind so viele Bereiche in den fünf Verordnungen, derzeit fünf Verordnungen, die noch existieren, überhaupt nicht mehr richtig in Bezug auf das geänderte Gesetz, sodass es notwendig ist, diese Verordnungen zu verändern, und wir führen sie auch noch zu einer zusammen, was der Entbürokratisierung dient. Das heißt, Sie haben die Grundlage dafür gelegt, dass die Umweltministerin jetzt eine neue Verordnung schaffen muss. Insofern können Sie sich überhaupt nicht darüber beschweren, dass ich eine vorlege. So. Dieser Verordnungsentwurf, der jetzt in der Anhörung ist, wird beraten, auch mit dem Landesjagdverband seit 2013. Die in der Mehrheit dessen, was in der Jagdverordnung drinsteht, hat der damalige Staatssekretär Weinmeister noch mit dem Jagdverband die Dinge geregelt, verhandelt, klargestellt. Und nachdem eine neue Koalition in Kraft trat, haben wir das gemacht, was auch im Koalitionsvertrag steht, nämlich überlegt, wie wir die Frage der Schonzeiten und Jagdzeiten neu regeln können. Auch dieses ist in einem Arbeitsprozess mit dem Landesjagdverband hat es stattgefunden, und der Landesjagdverband war seit Ende letzten Jahres über die Fassung der neuen Jagdverordnung im Entwurf vollständig informiert. Von daher ist es falsch zu sagen, das hätten die jetzt kurzfristig alles bekommen oder es wäre nicht bekannt gewesen. Das will ich ausdrücklich zurückweisen. Meine Damen und Herren, und weil im Koalitionsvertrag steht, dass das Jagdgesetz so bleibt, wie es ist, ist auch die Vermischung mit dem Hinweis, die Vermischung der Diskussion auf andere Länder und die Vermischung dessen, was dort mit der Veränderung von Jagdgesetzen einhergeht, völlig daneben. Das will ich an dieser Stelle einmal sagen. Das hat nichts miteinander zu tun. Das Jagdgesetz in Hessen gilt, und die Verordnung kann nur das neu regeln, was auf dem Verordnungswege neu zu regeln ist. Deswegen kann man das Jagdgesetz gar nicht aushebeln, Herr Rentsch. Also, wie Sie sich zu einer solchen Äußerung versteigen können, das finde ich ausdrücklich merkwürdig. Weil, wenn Sie sich als Jurist hier schon äußern, dann müssten Sie wissen, Verordnungen können gesetzliche Grundlagen nicht aushebeln. Wir schauen uns mal jetzt ganz entspannt an, was Ihre Gemüter so erregt hat. Bestimmte Änderungen zum Thema Jagd- und Schonzeiten, wie beispielsweise die Synchronisation der Rehwildjagdzeit, ist bereits in vielen anderen Ländern durchgesetzt, hat sich nicht nur als nützlich und effektiv gezeigt, sondern räumt auch der Jägerschaft sogar noch mehr Freiheit ein. Das mögen Sie vielleicht nicht hören von SPD und FDP. Das ist aber so. Ich habe im Zuge der Diskussion mit dem Landesjagdverband ausdrücklich zugestanden, dass der Vorentwurf, der noch von dem alten Ministerium gemacht wurde,
wo drin stand, die Rotwildjagd endet am 15. Januar, habe ich ausdrücklich zugestanden, dass dieses auf den 31. Januar verlängert wird, weil dann mehr Zeit besteht, auf diese Tiere Jagd zu machen. Das ist für den Wald besser, also jedenfalls gegen die Waldschäden. Das dient nicht unbedingt der Waldruhe, was andere wieder kritisieren. Aber ich habe ausdrücklich zugestanden, das ist sinnvoll im Sinne der Jägerschaft. So viel Differenzierung hat jetzt im Moment keinen Platz mehr in der aufgeheizten Diskussion. Aber Abgeordnete, die sich reell mit dem Thema beschäftigen wollen und seriös mit dem Thema beschäftigen wollen, sollten dies durchaus zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren. Sachlich gerechtfertigt ist die Vereinheitlichung und Verlängerung der Jagdzeit für Rotwild in Feld und Wald, weil seit der Einführung unterschiedlicher Jagdzeiten in Wald- und Feldrevieren in vielen Jahren und in vielen Rotwildgebieten Bewilligungen zur Jagdzeitverlängerung ausgesprochen werden mussten. Das hatte einen immensen Verwaltungsaufwand zur Folge, und es hat sich auch in der jagdlichen Praxis nicht bewährt. Also, das Tier ist dann einmal gewechselt vom Waldrand in den Wald und zurück. Auch dieses ist ein völlig sachlicher Grund, dass wir dieses hier entsprechend sinnvoll und nachvollziehbar verändern. Das ist nicht ideologisch, sondern das ist rein fachlich und sachlich, diese Veränderung. Und auch die Frage der Verkürzung der Jagdzeit des Fuchses zum Beispiel, auch heftig diskutiert im Moment. Die Schonzeit für die Aufzucht des Nachwuchses ist sowieso vorhanden. Dann kann man es auch in die Jagdverordnung schreiben. Die Jäger dürfen die Tiere während der Aufzucht sowieso nicht jagen. Was ist bitte daran das Problem, dieses in die Jagdverordnung aufzunehmen? Der Dachs hält Winterruhe und kann dann nicht bejagt werden. Auch das kann man in die Jagdverordnung reinschreiben. Das ist nicht ideologisch, das ist rein sachlich und fachlich geprägt. Und diejenigen Wildarten, denen durch die neue Jagdverordnung eine ganzjährige Schonzeit eingeräumt werden soll, sind seit Längerem in nur sehr geringer Stückzahl in den hessischen Streckenlisten zu finden. Hierbei verweise ich beispielsweise auf knapp 90 erlegte Möwen, 130 erlegte Blässhühner und knapp 120 erlegte Mauswiesel. Das Thema Rote Listen hat die Abg. Hammann hier bereits schon aufgeführt. Und interessant ist doch, wenn suggeriert wird, dass in anderen Ländern, in Ländern, wo die GRÜNEN auch mitregieren, wo die SPD mitregiert, wie z.B. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, sei das alles völlig anders. Dann kann ich nur sagen, dann gucken Sie mal, dann legen Sie die Jagdverordnungen wirklich mal nebeneinander. Nicht nur das, was der Jagdverband jetzt veröffentlicht, sondern alle Teile. Da ist es so, dass der Waschbär, der Marderhund, in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Niedersachsen eine Schonzeit hat. Ja, da wollte ich Sie mal sehen, wenn wir eine Schonzeit für den Waschbär einführen in Hessen. Das machen wir wohlweislich nicht, weil die Situation hier bei uns eine andere ist. In Baden-Württemberg gibt es für das Schwarzwild, für die Überläufer und Frischlinge Schonzeit. In Hessen nicht. Ich habe hier ausdrücklich bei einer mündlichen Frage darauf hingewiesen, das soll hier möglichst alles geschossen werden, wenn Sie sich richtig erinnern. Ich habe nichts dagegen, dass geschossen wird, die richtigen Tiere an der richtigen Stelle zu den richtigen Zeiten. Aber bitte schön, das können wir in einer Jagdverordnung regeln, und zwar so, wie es in Hessen angepasst ist und wie es den Tieren angepasst ist, für die wir hier auch eine entsprechende Aufgabe haben, sie aufgrund der roten Listen zu schonen. In Schleswig-Holstein das Rotwild kann nur kürzer bejagt werden. Und die Nilgans hat in Rheinland-Pfalz eine Schonzeit, die sehr viel länger ist als in Hessen. Diese Diskussion wollen wir hier auch nicht führen. Ich glaube, dass es hier richtig ist, die Schonzeit nicht zu verändern, nicht zu verlängern in Hessen. Also, Sie sehen,
Das Ganze muss man wirklich sehr sachlich, fachlich differenziert betrachten, nicht laut und polemisch, lieber Herr Rentsch. Und deshalb geht die Verordnung auch in keinster Weise gegen die Jägerinnen und Jäger in unserem Bundesland. Stattdessen findet das Engagement der Jäger auch durch die Landesregierung große Anerkennung. Wir wissen, dass auch durch die Jägerschaft viele Hektar Biotopflächen angelegt werden, von denen nicht nur die Wildarten, sondern auch viele Vogelarten und Insekten profitieren. Ich bin dagegen, dass wir die verschiedenen Naturschutzverbände gegeneinander ausspielen. Und ich finde auch, dass solche Äußerungen, wie sie jetzt teilweise von Verbänden gemacht werden, nicht dazu dienen, die Partnerschaft weiter zu befördern, sondern im Moment dienen sie dazu, die beiden Bereiche auseinander zu dividieren. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass die Verbände beieinander bleiben können. Ich glaube, die Jagdverordnung ist im Moment in der Anhörung als guter Kompromiss. Nach der Anhörung werden wir alles zur Kenntnis nehmen, alles aufarbeiten, und dann werde ich, glaube ich, eine sehr gute Jagdverordnung vorlegen, die für alle Beteiligten tatsächlich auch den Raum zum Leben, den Raum zum Jagen, aber auch den Raum für Biotope und Naturschutz lässt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Enz. Das Wort hat der Abg. Florian Rentsch, FDP-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin! Ich will zunächst einmal feststellen, dass man ein bisschen den Eindruck hat, wenn man dieser Debatte folgt, dass es zwischen den Rednern der Koalition, zwischen dem Kollegen Arnold und der Kollegin Hamann, ich würde mal sagen, Frau Hamann, wenn man es nett formuliert, relativ große Unterschiede gab bei der Frage der Schwerpunktsetzung. Jetzt ist das nicht völlig unüblich in einer Koalition, sondern man kann unterschiedliche Positionen haben. Aber bei Ihnen hörte sich das so ein bisschen an, ich will es jetzt nicht mit Walter Ulbricht sagen, aber eigentlich hat niemand vor, irgendetwas zu verschärfen. Und der Schwerpunkt der Rede von der Kollegin Hamann war, wir müssen endlich deutlich mehr für den Tierschutz tun. Das reicht mir nicht aus, und dafür ist die Jagdverordnung genau der richtige Ort. So, das wollen wir mal festhalten. Dann bezieht sich die Kollegin Hamann auf eine Studie, die übrigens, Frau Hamann, das haben Sie vergessen zu erwähnen, wir haben sie mal gerade rausgesucht, vom NABU in Auftrag gegeben worden ist. Und bei der Fragestellung, und das ist doch gar kein Dissens, dass man viel für Naturschutz und Tierschutz tun möchte, Sie aber quasi die Botschaft treffen, das würden die Jäger in Hessen nicht berücksichtigen. Und das ist das, was mich so stört in dieser ganzen Debatte, dass Sie den Jägern in Hessen dieses Anliegen komplett absprechen. Und das ist auch nicht in Ordnung. Und natürlich, Frau Kollegin Hinz, weiß ich vielleicht besser als der eine oder andere in diesem Haus, welche Bedeutung Rechtsverordnungen haben. Und ich kann Ihnen einmal sagen, dass ich als Fraktionsvorsitzender in meiner Zeit in einer Regierungskoalition dafür gekämpft habe, dass wir nicht so viele Ermächtigungen in Gesetzen dafür schaffen, dass es Rechtsverordnungen gibt, weil häufig die Verwaltung, da weiß ich, wovon ich spreche, das, was der Landtag hier beschlossen hat, auf dem Verordnungswege aushebelt. Ja? Und da vertraue ich bei aller Liebe dem Hessischen Landtag und den Kollegen hier deutlich mehr als Ihnen und Ihrer Verwaltung. So ist es. Ja, so ist es. Insofern erzählen Sie uns hier nichts. Wir haben das seit Jahren erlebt. Wenn die GRÜNEN irgendwo die Möglichkeit haben, mit der Verwaltung hier Flöcke einzuschlagen, machen Sie es. Ich würde gerne den Kollegen der Union hier vertrauen und den warmen Worten des Kollegen Arnolds. Die Realität sieht doch in dieser Frage völlig anders aus. Das wissen wir doch. Aber, Frau Kollegin Hamann, jetzt mache ich Ihnen einmal ein Angebot, weil es ja auch darum geht. Das hat ja die Ministerin gerade quasi von uns erwartet. Da war ja die grüne Fraktion immer Vorbild in den letzten Jahren, wenn es um sachliche Diskussionsbeiträge geht. Dieses Thema auf einer sachlichen Ebene wieder auch mit der Bedeutung des Hessischen Landtags quasi zu verbinden. Sie haben ja gesagt, wir wollen noch einmal darüber reden. Ich habe gerade mit den Kollegen der Sozialdemokraten gesprochen. Wir haben ja zugestimmt, dass unsere Anträge heute hier nicht abgestimmt werden, sondern im Ausschuss behandelt werden. Und dann sage ich Ihnen, werden wir gemeinsam, das ist meine Bitte dann an Sie oder der Vorschlag, eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema beantragen. Dann kommt endlich Transparenz in dieses Thema. Dann werden wir das öffentlich machen, nicht hinter verschlossenen Türen mit irgendwelchen Institutionen, die
die keine Öffentlichkeit wollen, sondern wir machen das öffentlich im Hessischen Landtag, alle gemeinsam. Und dann wollen wir einmal schauen, wie das Bild ist. Das war Ihr Vorschlag, und den nehmen wir gerne auf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es ist vereinbart, die drei Anträge Top 54, 76 und 78 in den Fachausschuss zu überweisen. Kein Widerspruch, dann ist das so gemacht.